Vor langer, langer Zeit gab es in einem Wald ein verstecktes Dörfchen, in dem winzige Geschöpfe lebten. Die Schlümpfe. Sie waren herzensgut, fröhlich und freundlich. Aber es gab da noch Gargamel, den bösen Zauberer. Ein übler Bursche. Ah, ich hasse Schlümpfe! Oh, ich schnappe dich. Ich werde euch alle schnappen. Und wenn es das Letzte ist, was ich in meinem Leben tue. Ich schnappe euch doch noch. Eines Tages finde ich euer Dorf und dann könnt ihr was erleben. Das Dörfchen gibt's immer noch. Und wenn ihr genau hinhört, könnt ihr Gargamels Wutgeschrei hören. Und wenn ihr lieb seid, dann könnt ihr vielleicht sogar ein paar Schlümpfe sehen. Schlumpf gehört, der auf dem verkehrten Ende eines Astes gesessen hat. Denk erst nach, bevor du schlumpfst. Was glaubst du, wird passieren, wenn der Ast abschlumpft? Also, säge gefälligst von der anderen Seite, verstanden? Meinst du vielleicht so? Genau. Und nun kannst du geschlumpft und munter weitersägen. Du hast wirklich Glück gehabt, dass ich gerade vorbeigeschlumpft kam. Allerdings, Schlaubi, das hab ich. Ich hoffe, du wirst ab jetzt vorsichtiger sein. Es ist äußerst unartig, während der Arbeit zu schlumpfen. Ich werde Papa Schlumpf erzählen und das wird ihm gar nicht gefallen. Kein klitzekleines bisschen. Papa Schlumpf, wo bist du denn, wenn ich dich brauche, Papa Schlumpf? Und eine Prise Alraunwurzel als Schlumpfmittel. So, jetzt werden wir gleich sehen, ob dieser Dünger wirkt. Na, komm schon, du faules Gänseblümchen. Ah, sie wächst. So ist's gut. Ich hab's geschafft. Ja, ich hab Flower Power. Oh. Oh je, was geschieht denn mit dem Gänseblümchen? Ich muss einen Fehler gemacht haben. Ja, ich hab eine kleine Prise zu viel. Nein! Das ist ja eine schlumpffressende Pflanze. Aha, willst du etwa die Hand fressen, die dir Wasser gibt? Hier, wie wär's, wenn du erstmal das frisst? Hey, schlumpf deine Rampen gefälligst von mir weg. Aua, hör auf! Hilfe, Hilfe! Das ist doch Papa Schlumpf! Papa Schlumpf! Schnell! Ich kriege keine Luft mehr! Lass Papa Schlumpf los, du verrückt gewordenes Gänseblümchen! Hilfe! Hefti, geh dem Übel direkt an die Wurzel! Wird gemacht, Papa Schlumpf! Alles in Ordnung, Papa Schlumpf. Ja, aber dieser neue Dünger, den ich erfunden habe, ist gefährlich. Deshalb ist es besser, ihr bringt ihn gleich in die Wüste hinter dem Wald und vergrabt ihn dort. Bin schon auf dem Weg. Na los, komm, Fauli.
verschlumpft langer Weg bis zur Wüste. Ich bin müde. Meine Füße sind müde und die Schafe ist auch müde. Möchten Nickerchen machen. Hey, sieh mal da. Eine Schlucht. Na und? Na ja, die ist doch viel näher als die Wüste, oder? Ja. Aber Papa Schlumpf sagte, wir sollen es unter der Erde verschlumpfen. Welche Erde könnte weiter unter der Erde liegen als die da? Tja, ich glaube, du hast recht. Also weg mit dir. Abwärts. Gute Reise. Ha, jetzt kann uns keine Schwierigkeiten mehr machen. Ja, wir werden gerade zur Schlafenszeit zurück sein, ja. Schrecklich. Ich habe so ein schlechtes Gewissen, dass ich nicht schlafen kann. Vielleicht hat der Hefti ja recht. Wir hätten den Dünger in der Wüste verschlumpfen sollen, wie Papa Schlumpf es gesagt hat. Möglicherweise weiß Hefti, was zu tun ist. Was ist das? Was ist hier los? Ich gehe lieber wieder nach Hause. Oh, was ist da? Wer ist da? Ah, oh Gott! Hey, wer stört da meinen Schönheitsschlaf? Was soll der Krach da unten? Ich hasse Krach. Es war nicht meine Trompete. Ach du meine Güte, ist auch kein Schlumpf verletzt? Papa Schlumpf sagt, Krach in der Nacht bringt Gleichgewichtsstörungen am nächsten Tag. Was soll denn dieser Radau? Ist irgendeinem Schlumpf irgendwas geschehen? Hier, Papa Schlumpf, erst machte es flatter und dann auf einmal wumm. Ich sah einen riesigen Schatten und plötzlich schlumpfte ein lautes Heuli-Heuli aus. Ein lautes Heuli-Heul? Papa Schlumpf, Papa Schlumpf! Das Vorratshaus ist zerstört und das ganze Essen ist geschlumpft worden. Das Vorratshaus? Oh, wer würde so etwas denn anschlumpfen? Papa Schlumpf, schau dir das mal an. Vogelspuren. Dieser Vogel muss ein riesiges Ungeheuer sein. Dann hat also dieses Monster unser ganzes Essen aufgeschlumpft. All die Kastanien, den Mais und die Sarsaparilla und auch den ganzen leckeren Honig. Oh. Lieber Schlumpf, ich hoffe nur, er hat die Brücke nicht zerstört. Wir kämen sonst nicht mehr über den Fluss, um uns Nahrungsmittel zu holen. Mir nach! Wir sehen uns jetzt alle die Brücke an. Ich hasse Brücken ansehen. Nun, sie scheint noch stabil und schlumpfig zu sein. Dann sollten wir uns gleich mit ein bisschen mehr eindecken, stimmt's, Papa Schlumpf? Oh Gott, das Vogelmonster! Wo ist der denn nur hergekommen? Ich hasse Vogelmonster. Pass auf, da kommt er wieder! Er zerschlumpft unsere Brücke! Ich hasse es zu fallen. Alle Schlümpfe zurück ins Dorf! Vorsicht, pass auf! Ich hasse Monster! Hier lang! Ich weiß, wo wir uns verstecken können. Na los, komm doch, du großes, blödes Federmonster! Ich hasse Dunkelheit. Oje, das ist aber unheimlich gruselig. Was sollen wir jetzt machen, Papa Schlumpf? Wir werden dieses Spatzengehirn überlisten. Folgt mir! Bis Papa Schlumpf mache ich mir nie Sorgen. Du bist ja so schlau. Heuli, 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 heuli. Hilfe! Alle
Schlümpfe zum Versammlungsplatz. Ich habe diese Versammlung einberufen, um euch zu sagen, dass wir uns in Todesgefahr befinden. Wir müssen einen Weg schlumpfen, um uns vor diesem gefräßigen Vogel zu schützen. Ich hasse Gefrätzi. Ich hasse Vögel. Gefräßig? Dieser Vogel erinnert mich an das Gänseblümchen in meinem Labor. Ich hab dir doch gesagt, wir hätten es in der Wüste verschlumpfen sollen. Ja, aber du... Hefti? Fauli? Ja, Papa Schlumpf? Habt ihr das Düngemittel in der Wüste vergraben, so wie ich es euch gesagt habe? Naja, Fauli, ich meine, also ehrlich gesagt... Wir haben es in eine Schlucht geschlumpft, Papa Schlumpf. In eine Schlucht? Ihr habt euch in einer so wichtigen Sache meinen Anweisungen widersetzt? Und ihr wisst, dass ihr euch Papa Schlumpfs Anweisungen nie widersetzen solltet, denn... Geht in Deckung! Schnell! Papa! Seht ihr mal, was passiert, wenn man sich nicht an Papa Schlumpfs Anweisungen hält. Ihr schlumpft dadurch alle möglichen Schierereien herunter auf eure Köpfe. So, jetzt wollen wir doch mal sehen, ob der Heulvogel durch die Tür kommt. Ich wusste doch, dass er nicht durch die Tür kommen würde. Ich hasse Puffe. Hey, Heulvogel, ich hab hier ein kleines Geschenk für dich. Oh nein, sowas kannst du doch nicht mit meinem Geschenk machen. Das war nicht witzig. Schlumpft euch Schutz im Wald, aber schnell. Endlich ein sicherer Ort. Folgt mir, ich kenne ein sicheres Versteck. Schlumpf deine Hände hoch, du blöder Vogel! Der Heulvogel fliegt fort, Papa Schlumpf. Gut, jetzt müssen wir die anderen rufen, damit sie hierher schlumpfen. Eins, zwei, drei, Schlumpf! Hierher, Schlümpfe! Es ist bloß Federchen. Bei Schlumpf, Federchen könnte eine Nachricht übermitteln. Fertig! Viel Glück, Federchen! Und nimm dich vor dem Heulvogel in Acht. Siehst du irgendwo den Heulvogel, Schlumpfine? Ich hasse den Heulvogel. Nein, aber ich... Was ist das? Es ist der Heulvogel. Ich kann es fühlen in meinem... In deinem Herzen. In Wirklichkeit habe ich keine Angst. Ja, tatsächlich. Ich habe vor überhaupt nichts Angst. Ich war nur... Der Heulvogel! Es ist Federchen. Federchen? Aber was steht denn da auf der Fahne? Schlümpfe kommt zum alten Turm. Ich habe natürlich die ganze Zeit gewusst, dass es Federchen war. Das wird von Papa Schlumpf stammen. Wir müssen schnell die anderen finden. Schlümpfe! Was ist denn? Zum alten Turm, kommt mit! Ich hasse alte Türme. Papa Schlumpf, da kommen Sie! Hui, seht mal, was da noch ankommt. Der Heulvogel! Die Schlumpfen keine Chance!
Oh, schlupf, du Mäuerli! Also jetzt mal nicht so voreilig, Herr Heulvogel, ja? Es heißt doch schließlich Eile mit Weile. Armer Schlaubi. Es liebe Federfreude! Hurra! Ja, auf die Federhose! Warte mit dem Jubel! Erst müssen wir einen Weg finden, wie wir den Heulvogel loswerden. Ich habe eine Idee, Papa Schlumpf. Wir könnten diese Armbrust reparieren und dann... Bei Schlumpf, Handy, das ist gar keine schlechte Idee. Da ist er! Was? Wo? Wer? Wann? Aufgepasst! Achtung! Fertig! Feuer! Nein, nein, Clownsy, dieser Stein ist viel zu klein. Aber Papa Schlumpf sagt, man soll keine Chance ungenutzt lassen. Papa Schlumpf sagt... Feuer! Das werde ich Papa Schlumpf sagen. Verlass dich drauf, Effi. Uns muss etwas anderes einschlumpfen. Ah! Oh. Nein, nein, das ist nicht gut. Ich hab's! Nein, nein, das ist auch nicht gut. Oh. Jetzt hab ich's! Yes. Pauli, Hefti, erinnert ihr euch noch genau, wo ihr das Düngemittel weggeworfen habt? Ja, klar, Papa Schlumpf. Gut, dann bringt mich dorthin. Wir gehen, wenn es dunkel ist. Vorsichtig, Papa Schlumpf. Wir müssen wieder zurück sein, bevor der Heulvogel aufwacht. Ist es noch sehr weit? Nein, nicht mehr weit. Wie weit ist es denn noch? Jetzt sind wir gleich da. Ist es noch weiter? Ja, ist es. Ja, die Flasche ist auf halber Strecke hängen geblieben, Papa Schlumpf. Also an die Arbeit, es wird bald hell. Da ist das Düngemittel, Papa Schlumpf. Ja, da ist gerade noch genug übrig. Was hast du denn mit dem Zeug vor, Papa Schlumpf? Ich mache die Wirkung dieses Mittels rückgängig und versetze den Heulvogel wieder in seinen Normalzustand. Naja, das hoffe ich jedenfalls. Ich glaube nicht, dass wir es schaffen, Papa Schlumpf. Ja, es ist schon fast hell. Dann lauft schneller! Wir sind fast da. Wir schaffen es. Wir schaffen es nicht! Oh, ich glaube, wir werden gleich ins Gras beißen. Sieh mal die gute Seite, Fauli. Du versinkst gleich in ewigen Schlaf. Ich hab die Nase voll davon. Schlümpfe, mach das Fenster auf! Das war etwas zu schlumpfig, um bequem zu sein. Ja, ich werde eine Woche nicht schlafen können. Andy, ist die kleine Überraschung für den Heulvogel fertig? Aber ja, Papa Schlumpf. Dann schlumpf mal das Katapult raus, während ich die Wirkung des Düngemittels rückgängig mache. Fertig, Feuer! Oh.
dem Heulvogel! Was sollen wir denn jetzt mit diesem grässlichen alten Heulvogel anstellen, Papa Schlumpf? Ich flöße ihm dieses rückgängig gemachte Düngemittel ein. Drück die Daumen, dass es schlumpft. Hefti, wenn ich dir Bescheid sage, gib dem Heulvogel einen kräftigen Tritt, in den du weißt schon was. Torti, nimm die Fesseln von seinem Schnabel ab. Fertig? Schlumpf ihn, Hefti! Was? Wieso? Ja, ja, ich hab dich gehört. Geh und schlumpf woanders, ja? Ich hab zu tun. Also, Papa Schlumpf hat die Wirkung des Mittels aufgehoben und dadurch ist der Heulvogel auf seine normale Größe geschrumpft. Eine geniale Idee war das. Ab jetzt wird uns der Heulvogel nie wieder Kopfschmerzen bereiten. Aua! Das solltest du wissen, auf einem fallenden Stein wächst kein Moos.